Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Transocean, der Shipping Company. Und ja, mit 72 Mille, dem Rangverfrachter, sind wir wieder zurück. Was haben wir denn noch für Challenges? Was brauchen wir denn? Nächsten Rang. Da brauchen wir 3 Firmenverträge. Gut, gucken wir doch gerade mal. Was bietet sich denn an? Mal sehen, dass wir was finden mit einer Stadt, die wir schon freigeschaltet haben. Stanley. Mombasa. Mal sehen hier. Da werden aber nur die. Haben wir Manila schon freigeschaltet? Ja, haben wir. Wäre ich schon glatt für den. Jo. Nehmen wir einen Firmenvertrag an. Und dann mal sehen, wann der nächste Vogel ankommt. Da ist er schon. Noch gerade nebenan, passt ja. Und haben Zeug nach Busan dabei. Erstmal wieder nach. Warum man das nach jedem Neustart machen muss, weiß ich nicht. Einstellen nach Prämie. Würde ich sagen, fahren wir nach Busan und dann nach Manila. Oh gut, haben wir jetzt 2. Werden wir schaffen. Worldliner. Oh, hätten wir danach alle erledigt. Wo sind wir denn hier? Wir sind in Busan. Also können wir was nach Manila mitnehmen? Wenn nicht, fahren wir so dahin. Tanken. Da ist Manila. Nicht Kamera drehen. So, dahin. New Horizon ist zum Anlegen bereit. Auch in Busan. Hat man da einen Firmenvertrag? Weiß gar nicht, letzte Aufnahme ist schon so lange her. Ach, haben wir sogar was nach Manila. Den nehmen wir mit. Zum Anlegen in Hamburg und in Reykjavik. Mal sehen, was haben wir. Auch von Busan aus hat wir eine. Wie viele haben wir denn? Reykjavik, St. Petersburg. Gut. Was habe ich so alle da weggeschickt? Naja. Dann werden wir uns mal dran machen, die zu erledigen. Jetzt habe ich ein paar viele. Mal sehen, wie viel brauchen wir denn? Ja, bei dem kann es noch ein bisschen dauern. Brauchen wir eigentlich noch die Zweigstelle in Amerika? Ne, die haben wir. Wo ist denn die Zweigstelle? Da, in Georgia Ports. So, Auftragsliste, werde ich die zweimal dort beschäftigen. Wo ist denn eigentlich unser Ziel? Gymverträge. Manila Dakar von Habaneros. Okay. Nach Dakar von Habaneros. Gut. Dass auf die New Horizon nichts drauf passt, war ich ja auch so. In 92 Tage, ne, lass mal. Da fahren wir lieber in Etappen ein Stück. K. Wie viel soll man darüber liefern? Hm. 3000.
rund gerundet mal grob per Augenmaß 4000 Toi. Müssen wir mal auch in Etappen fahren. Oh, wir haben in Hamburg noch einen, ganz vergessen. Und den 5er 3 von Hamburg aus. Ich glaube, wir schicken den mal nach Amberli Limani. Haben wir was darunter? Ne, legen wir so ab. Oh, nicht schön. Nicht reparieren. Das wäre da, genau. Das sind sie alle wieder an der Bay. Der läuft zurück nach St. Petersburg. Nicht St. Petersburg. Reykjavik. Reykjavik. Ablegen. So. Junge Reisen ist hier unten bereit. Wir müssen eigentlich nur tanken und fahren gerade weiter. Nach Port Said. So, der muss auch nur tanken. Jetzt dürfen wir durchkommen, genau. Dann werden die Mani und in Port Said. Lass mal hier gucken. Ja, hier schöne Islammusik. nach Reykjavik. Worldwide Parcel. Können wir die mit dem überhaupt fahren, ist die Frage. War warum nicht? Hafen zu klein. Toll. Kommen wir nach Busan rüber. Haben wir auch keinen Auftrag. Ah ja. Colombo haben wir auch eine zweite Stelle. Okay. Oh, St. Petersburg. Ablegen nach St. Petersburg wieder. Wir brauchen demnächst mal neue Fieder. In den Port Said können wir wieder tanken. Wir gucken gerade mal, haben sie ein paar Fieder im Angebot? Das ist das erste Mal, dass ich nachträglich Fiedern kaufe. Hm. Oh, kaufen wir den noch. Und benennen wir den Fieder. Wir nennen ihn mal ganz traditionell. Wir nennen ihn mal Concord. So, Schiff kaufen. Wir brauchen mehr Fieder. Haben wir was nach Hamburg rüber? Ja, aber nach Amberli Limani. Ist ja schön. Können wir damit wenigstens schon mal da anfangen zu erledigen. Ein bisschen Speed weg. Was ist das für ein Bug? Oh toll, haben wir jetzt zwei Fiedern. Naja. Ich beschwere mich mal lieber nicht. Ist aber lustig. Anlegen. Wie
waren, wie viel Prozent vom Firmenvertrag waren das jetzt? Oh, so ziemlich fast alle. Okay. Dann fahren wir zurück nach Busan. Das dürfte der eine eigentlich nicht hinkriegen. Nicht so das weit entfernteste Ziel, wo wir hinkommen. Cheetah. Ach, haben wir schon erledigt. Sehr schön. Dann darf der mit hoch nach Reykjavik. Haben wir was hoch nach Musan? Nee. Muss er so fahren. Was ist der? Genau. Ablegen. Na gut, ein Teilstück können wir zurück mit Auftrag. Dann machen wir den doch. Die Concorde ist bereit. Die darf dann gleich hier Zeug nach Reykjavik mitnehmen. Nämlich das, das. Reykjavik. Och, hat er die wieder abgewählt. Ausgewählte Aufträge an. Der darf auch hoch. Das war zum Anlegen in Stockholm. Haben wir was nach Reykjavik? Haben wir nicht. Wer hätte es auch gedacht? Nicht genug Treibstoff. So. New Horizon ist in Reykjavik. Auftragsliste St. Petersburg. Mitgenommen. Welchen Firmenvertrag haben wir denn noch nichts erledigt? Ja, der sind wir dran. An dem auch und an dem auch. Passt. Haben wir was nach Busan? Nein. Ist doch zum Mäusemehl. Fahren wir nach Manila. Müssen wir zwischentanken. So, Auftragsliste. Wohin geht der Kram? Naja, weil Naruports. Kleider waren das ja auch. Also Textilien. Bestätigen. So. Ablegen. MS Hamburg ist bereit in Reykjavik. Und ich kümmere den gerade mal. Den schicken wir jetzt mal nicht darunter. Sondern den schicken wir zurück nach Ambera Limani. Da muss sogar noch eine Stufe runtergehen. Das ist ja der älteste Fieder. Kauf auch prinzipiell keine Schiffe. Ach, sehr schön.
Achso, könnt ihr auch mal vorlesen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Post-Panamax-Schiffe. Für den nächsten Rang des Magnaten brauchen wir eh 3 davon. Aber fangen wir doch in aller Ruhe mit einem an. Chef, ich habe gerade etwas Interessantes erfahren. In Georgia Ports haben wir eine Zweigstelle. Findet in 3 Monaten eine Schiffsmesse statt. Wenn wir dort mit einem unserer Schiffe anwesend sind und es gut repräsentieren, sollte sich der Ruf der Reederei deutlich verbessern. Dazu sollte das Schiff in einwandfreiem Zustand sein und alle möglichen Verbesserungen sollten eingebaut werden. Damit werden wir richtig Eindruck schinden. Welches Schiff sie präsentieren, liegt an ihnen, aber manchmal kommt es auch doch auf die Größe an. Ich weiß schon, auf was er hinaus will. Aber das erzähle ich euch nächste Folge. Tschüss.